Die hat eine riesen Halle und daraufhin habe ich gesagt, okay, wie sieht's denn aus? Können wir die nicht einfach mal für eine Jam verwenden? Und dann habe ich mit einem Freund zusammen, DJ Cutmaster GB, ein Dreivierteljahr geplant, die Plakate und die Poster weltweit verschicken können. Und wenn wir morgens dahin kamen zum Veranstaltungstag, war die Halle schon voll. Wir mussten erstmal die Leute wieder rauskehren. Und wir hatten keine Security. Also da waren dann circa 4.500 Leute. Irgendwann kamen 36ers aus Berlin und haben Bomb Rush die Show gemacht, haben durch die Seitenfenster riesige Macheten und Knarren mit reingebracht und haben die Leute abgezockt. Es gab aber nur 16 Leichtverletzte. Herzlich willkommen bei Podcast Brody. Mein Name ist Joscha. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Helge Bomber Steinmann. Gute. Gute. Wie Gute. Geht's dir? Oh ja, leicht gestresst, weil gleich geht's in die Schirren. Ja, schön. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hast auch einen wichtigen Punkt schon angesprochen, die Ausstellung in der Schirren. Deswegen werden wir deinen Podcast auch vorziehen und schon diesen Sonntag raushauen. Es gibt zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und wir haben ja gerade eben schon eine kleine Runde gedreht. Du weißt, wir sind hier in den Whitefield Studios oben im Genheimer Spargel und wir haben auf ein paar Orte deines Schaffens geblickt, zum Beispiel den Flughafen, die Butch Cup und zig Orte, die wir auch noch ansprechen werden. Die erste Frage wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist. Oh, mein Bezug zu Frankfurt. Ja, Frankfurt war für mich immer so ein Leuchtturm hier in der Gegend. Ursprünglich bin ich gerne nach Wiesbaden und Mainz, weil ich ursprünglich Archäologie studieren wollte. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, Wiesbaden ist verhältnismäßig tot, da sind sehr viele Beamten. Mainz hast da sehr viele Studenten und Frankfurt hast halt eigentlich so eine Art Subkultur und hast halt auch eine internationale Stadt. Ne? Während Wiesbaden und Mainz nicht so eine Leuchtturmfunktion haben wie Frankfurt. Und dann bin ich früh nach Frankfurt gegangen und habe festgestellt, okay, hier gibt's gar kein Graffiti. Ja. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Und ich selber habe ja damals auch gerade begonnen. Und dann dachte ich mir, das ist ja das, was hier fehlt, ist einfach eine Subkultur oder besser gesagt eine Kultur, ja, die großstädtisch ist. Also eine urbane Kultur. Und dann dachte ich mir, okay, musst du hier starten. Und dann habe ich hier im Umfeld gestartet und ja. Geil. Das ist mein Bezug zu Frankfurt. Du bist aber nicht in Frankfurt born and raised? Nee, ich bin aus Hattersheim-Okriftel, das ist so ein kleines Kaff im Main-Taunus-Kreis und geboren bin ich in Hofheim. Bist du dann in dem Bereich auch zur Schule gegangen? Oder? Genau, ich bin in Hattersheim zur Gesamtschule, die heißt jetzt heute Heinrich-Böll-Schule und in Hofheim auf die Oberstufe und dann wollte ich eigentlich studieren, aber ich habe leider kein Abitur bekommen. Und dann habe ich aber trotzdem studieren dürfen, weil ich den Aufnahmetest damals an der FH Darmstadt für Kommunikationsdesign bestehen durfte, ohne Numerus Clausus. Sehr cool. Ja, das war geil. Sehr schön. Ja, und dann bin ich ganz früh während meinem Hauptpraktikum hier zu Logic Records gekommen und habe dann unter Eike König und Sascha Lührend Plattencover gemacht für Snap, Dr. Alban haben wir gemacht, Rosella und ach Gott. Dieser ganze Eurodance-Kram, aber halt eben auch Trance, also Logic Trance, was heutzutage wirklich eine Bookmark ist im Trance-Bereich. Und das war einfach ja zu Anfang von Desktop-Publishing auf Computern, also beim Mac. Das war ja, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, auf was für Kisten wir da dann gearbeitet haben und Plattencover geschrubbt haben. Ja, du nimmst schon ziemlich wichtige, geile Sachen voraus. Einmal das Ding bei Logic, dann dein Studium, dann halt deine künstlerischen Aktivitäten. Darauf gehen wir wahrscheinlich jetzt mit der zweiten Frage auch ein, weil ich von dir gerne wissen würde, was du unter dem Begriff Hip-Hop-Kultur verstehst. Ja, Hip-Hop-Kultur ist ja das, was uns Anfang der 80er verkauft wurde, als ein kultureller Bestandteil aus den USA sozusagen. Ich habe das damals auch geglaubt. Das war für mich auch ein beeindruckendes Ding damals. Ich habe ja Style Wars gesehen im Fernsehen damals. Der Film hieß ja im Ursprung U-Bahn-Bilder und verrückte Beine und wurde vom ZDF produziert. Und angeblich sind diese ganzen Einzelelemente schon viel älter als dieser Begriff Hip-Hop-Kultur. Ne? Also das ist eigentlich eine Verkaufsstrategie gewesen, wenn das alles stimmt. Ne? Durch unter anderem Bambaataa und wie hieß der andere, Fab Five Freddy. Mhm.
Und aber wir haben diese vier Elemente oder fünf Elemente, besser gesagt, eigentlich immer für ernst genommen. Und wir haben das auch gelebt. Und ich lebe es ja eigentlich heute noch. Ich lebe ja sogar davon. Mhm. Ja, du bist als Künstler aktiv, als Writer, als Graffiti-Artist. Und man kann dir auch noch 5, 6, 7, 8 weitere Rollen zuschreiben. Aber war das auch dein erster Berührungspunkt mit der Kultur? Nee, der erste Berührungspunkt war tatsächlich Breakdance, also B-Boying. Mhm. Und wie alle damals in Mitte der 80er war ich natürlich da irgendwie voll geflasht drauf und habe dann halt einfach neben dem Breaken auch angefangen, dann bei Papa in die Garage zu gehen und mir die Sprühdosen aus dem Keller zu nehmen und dann die Nachbargarage zu besprühen. Ah, die haben sich bestimmt gefreut. Die fanden es bestimmt super, ja. Nee, das war schrecklich eigentlich. Aber es ist ja klar, wenn man damit beginnt, ist es immer erstmal trying. Mhm. Man muss ja irgendwas ausprobieren, man braucht Flächen zum Ausprobieren. Und das war halt erstmal im nächsten Umfeld. Und ja. Aber also, weil du gesagt hast, es wurde so verkauft, habt ihr da auch das oder hattest du das Gefühl gehabt, dass das irgendwas ist, was dir verkauft wird? Oder hast du das einfach gesehen und hast gedacht, okay, geil, ich will das alles ausprobieren, das hängt zusammen, das macht Spaß, das macht Sinn? Ja. Ja, das war ja vor allen Dingen erstmal nicht kommerziell. Also das war das Geile daran. Und zwar auch das, was mich so gereizt hat, war nicht nur der reine Konsum, dass ich einfach Platten kaufen muss, sondern dass man damit arbeitet, dass man selber etwas erschafft. Also dass man selber sozusagen kreiert, beim Sprühen beispielsweise oder beim Musikmachen auch, dass du halt eben cuttest oder sowas. Gut, ich war jetzt nie professioneller DJ oder sowas, aber mich hat die Musik einfach geflasht. Das hat mich einfach umgehauen. Also dass diese Power, die da drin war. Und wie wir alle erfahren haben jetzt später, war ja letztendlich auch diese Kulthymne Planet Rock war ja im Grunde genommen Kraftwerk. Also im Grunde genommen war das ein Spiegel der USA, der Innovationskraft aus Deutschland auch. Ne? Also Kraftwerk, muss man einfach sagen, was die geschaffen haben, war outstanding. Mhm. Ne? Die haben weltweite Reputation geerntet dadurch. Und das hat natürlich auch die Amis beeinflusst und vorrangig halt eben auch beim Better. Und der hat es halt nochmal mitgepusht. Ne? Und das ich hab das Gefühl, dass damals die, wenn man es so nennen darf, Hip-Hop-Szene international. Ich tue mich bei diesem Szene-Begriff immer sehr schwer, weil es gibt selten eine Szenenidentität. Das sind Leute, die das dann in einen Topf packen, damit man es irgendwie beschreiben und definieren kann. Aber ich habe trotzdem Gefühl, wenn wir davon reden, das Gefühl, dass das sehr viel kleiner war und sehr viel enger und der Austausch sehr, sehr viel näher war, weil du hast mehrere Sachen angesprochen, du hast so diese Eurodance-Sachen angesprochen, du hast Logic angesprochen, du hast diese Sachen angesprochen, wo ich halt auch das Gefühl habe, dass in diesen frühen Tagen so die elektronische Musik und die Hip-Hop-Musik sehr nah beisammen war, teilweise von denselben Leuten produziert wurde. Klar. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie du so deine Zeit bei Logic Records wahrgenommen hast. Das war so geil. Ich werde es nie vergessen, weil es so abstrus war. Ich habe mich damals, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkam, aber das war halt während des Hauptpraktikums. Und das da Offenbach-Kaiserlei. Strahlenberger Straße, genau. Ja. Da, wo auch heute noch das Logo oben drauf ist, das Logic da Records. Da war ich auch immer noch drin, da sind immer noch Studios drin. Ach was, ist ja geil. Nee, das war toll, weil das, das war so ein Schmelztiegel. Gegenüber hat der Moses produziert, der hat damals seine erste LP zusammen mit dem Thomas Hoffmann produziert. Und ich war halt, wie gesagt, Praktikant im Art Department bei Sascha Lühren und Eike König. Und da war DJ Hell, der Pauli war da, der Markus Löffel, also das Boon. Dann war der Geschäftsführer, war der Matthias Martinson, seines Zeichens auch, ich glaube, Management von Bösen Onkels. Mhm. Heute macht er ja, glaube ich, das Blaue Wasser. Mhm. Das war ein Schmelztiegel, ne? Und das war einfach, da war Geld da, das hast du gesehen. Ne? Die haben ja pro Tag damals noch, ich glaube, das war 93, 8000 Copies weltweit verkauft und der Welthit I've Got the Power war ja von 89. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also die fuhren ja beide Ferrari, die Jungs, sowohl der Münzing als auch der Ancelotti. Und das war einfach,
Da wurde so viel Cash auch rausgehauen, allein nur für die Computer. Da gab es dann Next Computer für die Musiker. Mhm. Und, nee, Quatsch, das waren keine Next. Das war, wie hießen die denn? Das war keine Next. Auf jeden Fall, es waren extrem gute Maschinen, die schon dreidimensionale Objekte, die konntest du in einem Programm runterdotzen lassen und sind die halt eben, je nachdem, wie du sie gedreht hast, anders gefallen. Krass. Das hätten wir mit unseren Rechnern, mit unseren Quadras niemals hinbekommen. Das klingt für mich ein bisschen so wie Schlaraffenland. Weil ja, wenn ich mir vorstelle, wie so dein Werdegang bis zu diesem Praktikum war, also du hast quasi zur Hip-Hop-Kultur gefunden übers Breakdance, dann hast du das Graffiti als so deine Ausdruckssprache quasi vereinnahmt. Genau, vorrangig erstmal wild. Aber halt auch schon dass ich halt eben nicht das Material klauen muss, habe ich mich halt ganz früh der Industrie angeboten und habe gesagt, okay, ich will nicht die ganze Zeit Kannen klauen müssen, also nehme ich sie einfach von den Jobs. Weißt du noch, was dein erster Job war? Ja, das war ein Saunarium hier in Frankfurt im Riederwald. Ah. Also ein Saunarium, das war auch schon so ein bisschen so, ja, das hatte schon so leicht was Anrüchiges und es war auch irgendwie so leicht schlüpfrig, es war auch aber irgendwie cool, die waren lustig und nett und es hat einen Heidenspaß gemacht und es war so lustig, also ich meine, die Zeit war ja eh klar, es gab ja unglaublich wenige Protagonisten, die das Thema bespielt haben, das ist ja klar, es war ja einfach nicht so ein Mainstream wie heute, sondern es war halt eine Nerdkultur. Voll, vor allem wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt, es waren viel weniger Akteure. Ja. Du hast vorhin gesagt, so die Stadt war komplett grau, es gab da kein Graffiti, so irgendjemand muss mal anfangen. Ja. Ist auch absurd, dass das quasi noch nicht immer so aussieht wie jetzt, das muss man sich erst mal vorstellen. Und dann ist das, glaube ich, halt auch umso bedeutsamer und so krasser, wenn man dann in sowas, in so eine Struktur reinkommt wie Logic Records. Weil wenn ich mir vorstelle, du bist dann quasi wild unterwegs, dann machst du deine ersten Auftragsarbeiten und dann landest du über das Studium bei dem bei diesem Label. Genau. Und siehst dann eine Struktur, eine Maschinerie, Geldbeträge, die von links nach rechts wandern. Klar. Und du bist dann dort drin und darfst da mitgestalten. Genau, ja, das war ja, Frankfurt war ja damals auch wirklich, wie gesagt, es war überschaubar. Ne? Also allein so jemand wie der Mike Hoppe vom Embargo, da gab es einen Laden auf der Berger Straße, das hieß das Embargo, das war auch nochmal so ein Schmelztiegel, der hat PCP gemacht. Diese ganzen frühen Hardcore-Gabba und Techno-Dinger, die hat der gerissen damals. Und das war einfach, der hatte damals zuerst schon Lava-Lampen und hatte Zeug aus den USA, Skating-Stuff und so. Das war halt einfach was Besonderes. Ne? Und da bist du halt hin. Und über ihn habe ich damals für einen Sven auch, also für einen Fat, zum Geburtstag so Designs gemacht. Und es war einfach so ein Buddy-Business damals. Ne? Man kannte den dann halt eben auch und über den Pino, ja, es ist halt alles eine kleine Welt hier. Ne? Also, Pino Caruso? Genau. Ja, und da, ich glaube, der Sven hat immer noch eine Schallplatte von mir. Die er sich damals noch nicht zurückgegeben. Ja, weißt du, scheißegal. Das weiß der ja nicht mehr. Voll gut. Ja, ja. Daran sieht man auch, wie eng das zusammen ist. Und wir reden tatsächlich über einen Zeitraum, wo man sagen kann, dass die Hip-Hop-Kultur in Deutschland die ersten Schritte gemacht hat. So die ersten Akteure sind ins Game gesteppt und was ich extrem geil finde, ist, dass ich quasi als ein, zwei Generationen nachfolgende Person die Möglichkeit habe, mit dir zu reden, mit einer Person, die halt quasi mehr oder weniger bei den Anfangstagen mitgewirkt und mitgestaltet hat. Ja, super. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich ja auch, dass ihr daran Interesse habt, weil was bringt die ganze Historie, wenn es keinen interessiert? Also das ist ja immer wichtig. Wo sind die Wurzeln, wo geht's hin? Das ist ja wie eine Pflanze, die wächst ja weiter. Ne? Und das ist auch das Wichtige bei dem ganzen Thema, dass es halt eben fortgeführt wird und sich weiterentwickeln darf. Und ich hatte jetzt gerade eine Anfrage vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren vom Prestel Verlag, die wollten so ein Nachfolgeding für die Graffiti School, weil da ging es darum, um eine pädagogische Richtlinie zu schaffen, was ist Graffiti und was nicht.
Und wir haben uns nicht einigen können, weil ich gesagt habe, ich hätte lieber eine Philosophie machen wollen, als so eine feste Norm und es schulisch aufzubereiten. Weil wir wollten quasi nicht. Regeln haben, so das genau. geht und das geht nicht. Genau. Und du wolltest quasi ich wollte sagen, okay, Empfehlungen. Genau, ich möchte keine Regeln aufstellen, weil das Ding ja immer am Wachsen ist. Ja, weil das halt die ganze Zeit weitergeht und sich immer weiterentwickelt. Da kommen neue Geschichten dazu, neue Werkzeuge. Mhm. Und es wird anderes Zeug wird zweckentfremdet und neue Stilistiken. Und da kann ich nicht sagen, nee, das geht und das geht nicht. Mhm. Ja, das nur mal dazu. Ja, 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 Entschuldigung, jetzt habe ich ein ganz anderes Fass aufgemacht. Ja, aber da können wir später auch noch drauf eingehen. Ich würde versuchen, einfach ein bisschen so chronologisch durchzugehen. Logic haben wir jetzt einen Einblick bekommen. So das Nächste, was ich auf dem Zettel habe und was auch ein unfassbar krasser Meilenstein ist für die Hip-Hop-Geschichte in Deutschland und auch für Frankfurt, ist die Spring Jam 1992. Genau. Da habe ich jetzt einen Flyer entdeckt online und auch ein, zwei Interviews von dir gehört. Es war in der Kulturfabrik. Kommunikationsfabrik. Hier in Griesheim, ja. Und es soll wohl eine ziemlich wilde Nummer gewesen sein. Ja, das kann man so sagen, ja. Also ich habe damals bei der PR-Agentur der Leipziger, Jürg Leipziger, das ist der Besitzer dieser Fabrik, der hatte eine PR-Agentur, Leipziger und Partner, und war hier beratend auch für die Stadt tätig. Der kannte die OB Rot und der hat immer Fördergelder abgegriffen für was auch immer, für Gutleutviertel und so weiter. Und bei dem habe ich als Hiwi gearbeitet. Und habe da auch meine ersten Erfahrungen am Mac gemacht, in der Produktionsagentur in dem Haus, weil da saßen ja nicht nur Produktionsagenturen, da saßen auch das Werk, Pictorion heutzutage, einer der größten Post-Productions damals gewesen. Videos, das, was ihr hier macht, auf Avid schneiden und den ganzen Kladderadatsch, das haben die damals auch damals schon da gemacht. Und die hatten eine riesen Halle. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, wie sieht's denn aus? Können wir die nicht einfach mal für eine Jam verwenden? Und dann habe ich mit einem Freund zusammen, mit dem DJ Cutmaster GB, ein Dreivierteljahr geplant. Ich habe dieses Layout gemacht und das Artwork. Und dann haben wir über den Jürg Leipziger, über bestimmte Etats, die Plakate und die Poster weltweit verschicken können über eine Frankiermaschine. Und daraufhin kamen Leute aus Australien, Frankreich, Italien, Spanien, überall her. Und wenn wir morgens dahin kamen zum Veranstaltungstag, war die Halle schon voll, weil busseweise Leute aus dem Ausland teilweise da waren, aus der Schweiz und überall her. Wir mussten erstmal die Leute wieder rauskehren. Krass. Und wir hatten keine Security, weil wir überhaupt nicht mit so einer Menge Leute gerechnet haben. Also da waren dann circa, schwer zu sagen, 4.500 Leute. Unter anderem die Rocksteady Crew, die wir ja aus New York geholt hatten. Und da hatten wir ja für Sony Music damals 1500 Mark bekommen, um die Fanta 4 bei uns auftreten zu lassen. Das heißt, die haben euch Geld gegeben, damit die Fantas bei euch spielen können. Genau, und mit diesem Geld haben wir die Flüge der Rocksteady Crew aus New York bezahlt, damit die bei uns sind. Auch geile, geile Story. 15 Fragen, die mir dazu in den Kopf kommen. Ja, die Veranstaltung war so wirre, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Kannst du uns versuchen, da so durchzuführen? Du hast ja angefangen schon mit der vollen Halle, die Leute mussten wieder raus. Merk dir deine Fragen. Also, wie ging es dann weiter? Wir haben dann zugemacht, haben dann alles eingerichtet und haben dann versucht, so eine Art Struktur zu bringen, dass die Leute Eintritt zahlen. Das hat auch funktioniert. Irgendwann kamen 36ers aus Berlin und haben Bomb Rush the Show gemacht, haben durch die Seitenfenster riesige Macheten und Knarren mit reingebracht. Und ich meine, ey, wir waren grüne Jungs. Ja. Also es hat sich vorher schon angekündigt, dass die kommen würden. Ich habe aber gesagt, ja, was Gangs? Was habe ich mit Gangs zu tun? Das interessiert mich einen Scheiß. Mhm. Ja, dann waren sie halt eben da und haben das Ding übernommen. Shit. Und haben die Leute abgezockt und teilweise Kohle abgenommen. Es gab aber nur 16 Leichtverletzte. Und weil wir halt eben keinerlei Alter. Die Kasse kam auch noch weg. Eieiei. Das Problem war, dass halt eben die Hauptstromverteiler, die waren offen zugänglich. Das heißt, Leute haben, wenn sie eine gegnerische Crew hatten auf der Bühne, einfach den Strom abgeschaltet, weil sie die Sicherung rausgedreht haben. Krass. Und es war ständig wohl Störung. Und es war ein pures Chaos. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten eine Ausstellung auch mit Graffiti-Artists aus ganz Europa. Das wurde dann von der damaligen Frankfurter Kulturdezernentin eröffnet, aber das war ein Tag vorher.
Und die Ausstellung hing in der anderen Halle, es waren ja zwei Hallen. Aber es war ein Chaos und ich bin heilfroh, dass nicht mehr passiert ist. Ich durfte dann halt die Toiletten noch reinigen, klar, da war alles vollgetaggt und ach Gott, ey, es ist... Ja, ja, also abgesehen davon, dass das Tohuwabohu und drunter und drüber war, ist da aber trotzdem was passiert, weil da gibt es ja bei, auf deinem YouTube-Kanal gibt es auch Aufnahmen, da gibt es zum Beispiel den Auftritt der Fanta 4 anzugucken, genau. So, also... Irgendwas ist da schon passiert. Ja, ja, na klar. Ne? Es sind, ich konnte natürlich nicht überall sein und der Gary auch nicht. Und die B-Boys, die haben sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Die haben dann einfach einen Circle gemacht und haben selber angefangen zu tanzen. Da waren, wie gesagt, aus Italien und Spanien überall B-Boys, Frankreich. Die haben sich friedlich verhalten, aber wie gesagt, ja. Vielen Dank an den ersten Sponsor dieser Podcast-Podi-Episode, damals in Frankfurt. Dem Kanal für alle, die sich für Frankfurts Geschichte interessieren. Hier findest du prägnant, faktenbasiert und spannend aufbereitete Infos. Zum Beispiel über das Rödelheim-Hartrhein-Projekt, den Bau der Festhalle oder die Clubszene im Dorian Gray. Außerdem gibt es mittlerweile einen Kalender, eigene Führung und Live-Events. Alle Infos dazu findest du gesammelt auf instagram.com/damals-in-frankfurt. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast Brody. Berlin war im Haus und wir hatten ein Problem, keine krass, Frage. Krass, krass, also es war echt anders. Eine Frage, die ich auch habe, ist, wie kriegt man denn Leute aus New York dazu, zu einer Jam nach Frankfurt zu kommen? Wie habt ihr die erreicht? Der Gary, der Cutmaster GB, der hat ganz früh Kontakte nach New York gehabt, auch zu Duro, das war auch ein ziemlich bekannter Graffiti-Writer. Der hatte eine ziemlich gute vernetzte Struktur, auch über seine Beziehung zur Army, durch die ganzen Rapper, die er produziert hatte. Und die kennen sich alle ja untereinander. Ah. Also zum Beispiel der Dr. D, der jetzt bei Bionic Force normalerweise der Frontrapper war oder ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt am Samstag mit dabei ist. Das ist ja der Cousin von, ich glaube, Curtis Blow. Und deswegen ist Curtis Blow so oft hier auch in der Ecke. Also das hat alles Gründe, ne? Und die Rocksteady Crew damals war ja, das war ja, das hat ja keine Sau mehr interessiert. Ne? Also das war zumindest nicht in den USA. In den USA war dieses Thema tot. Ja, der Song, quasi mal sein, deren Hype-Song ist so 5-6 Jahre vor der Jam rausgekommen. Ja, 82, 83. Sogar noch früher. Also noch viel früher, ja. Also zu dieser Breakdance-Welle davor. Und danach war Funkstille. Ne? Das, alles, was wir wahrgenommen haben, das hieß ja auch damals nicht Hip-Hop, sondern das war Elektro teilweise oder nur Rap. Aber keiner hat da gesagt, groß Hip-Hop-Musik. Ne? Oder die meisten, ich zum Beispiel, habe gesagt Breakdance-Musik. Ja, und dafür wurde ich ausgelacht. Ne? Ja. Also das, wie kannst du den alten Scheiß noch hören? Ne? Ganz klar, weil alle haben dann Electronic Body Music gehört, also das, was heute Techno heißt. Und das stand alles ein bisschen so in Konkurrenz damals noch teilweise, weil es halt eben unterschiedliche Auffassungen von musikalischer Struktur ging. Ne? Ja. Das eine war halt eher rhythmusbetont und das andere sozusagen eher Staccato. Ne? Also Techno ist ja eher Staccato und Funk. Der Ursprung für den ganzen Rap-Part, das ist ja eher, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, funky. Ne? Das hat halt einfach mehr Struktur, meiner Meinung nach. Aber es hat sich ja dann irgendwann doch wieder vereint, weil es halt einfach doch nur um Musik geht. Ne? Ja, das ist die große Glocke, Musik. Und das ist eigentlich die einzige Kategorisierung, die man so braucht. Ich finde auch, man darf nicht unterscheiden zwischen Hoch- und Subkultur. Ne? Das ist auch für mich ein extrem wichtiges Anliegen, weil Subkultur ist immer meiner Meinung nach diskreditierender Begriff. Und Hochkultur wertet das ja sozusagen noch mehr ab. Ne? Also in dem Moment auf der einen Seite hast du... Gibt es das Hohe? Genau, das die Oper und das Theater und hohe Kunst angeblich. Und dann hast du sozusagen die Subkultur als Gegenpol. Aber meiner Meinung nach, was das Einzige, was da hoch ist, sind die Subventionen. Ja? Also warum soll denn ein moderner Tanz wie B-Boying... Der steht doch dem Ballett im Nichts nach. Ne? Das ist, man sieht ja auch, die Kombinationen, die befruchten sich ja gegenseitig, weil auch da steht nur der Oberbegriff Tanz und nicht Hochkultur, Subkultur. Ja, und das ist dann ein bisschen ärgerlich, wenn man sich anguckt, wie das in der Stadt gehandhabt wird, auch wenn man sich anguckt, welche Orte stehen dafür zur Verfügung, welche Fördermittel stehen da zur Verfügung. Da hat man schon ein weinendes Auge. Nee, das sind wir auch selber als Bürger gefordert, da Einspruch einzulegen, ganz klar. Also da müssen wir einfach mehr direkte Demokratie wagen und sagen, okay, hey, sorry, geht nicht klar, weil auch das ist Kultur. Punkt. Ende. Also ich denke mal, es ist ein Prozess. Ja. So, bis das dort ankommt. Ich hatte Sascha Wild zu Gast, der ist der Musikreferent der Stadt Frankfurt. So was gibt's?
Das gibt's, jawohl. Das habe ich auch noch nie gehört. Und es gibt zum Beispiel ein Jazz-Stipendium. Ach komm. Aber es gibt kein Hip-Hop-Stipendium. So, dann habe ich ihn gefragt, woran liegt es? Ja, und super. Eins der Argumente ist halt, dass die Hip-Hop-Kultur an sich noch nicht so eine lange Historie hat, wie zum Beispiel Jazz oder irgendwelche anderen Kulturrichtungen. Und so Sachen wie jetzt die Ausstellung in der Schirn. Da findet das dann mal in einem, sag ich mal, bürgerlichen Kontext statt. Im MoMEM, das ist für moderne elektronische Musik das Museum, da wird parallel dazu eine Ausstellung gemacht, die eben auch Hip-Hop-Artists und Werke präsentiert. Und das MoMEM gibt es ja auch noch nicht ewig. So, da gibt es auch noch eine Geschichte zu, auch wie das, da der Kampf war, das quasi, ne? Ja, durchzubringen. Kampf. Genau. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da Sachen bewegen, aber es ist noch extrem langsam und du hast natürlich recht, dass es sehr anstrengend ist, da immer so um die Wertschätzung kämpfen zu müssen. So, wenn, keine Ahnung, der Mainstream hat es schon längst verstanden und lebt und feiert den Scheiß. Genau. Und das, die Strukturen, die kommen da noch nicht hinterher. Ja, Verwaltung, genau. Und dann ist es aber so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es natürlich geil, dass es wild ist, dass es frei absolut, ist, dass ja, man genau, einfach mit nur dem, was man selber an den Tisch bringt, etwas erschafft. Genau. So, aber auf der anderen Seite wäre es auch schon geil, wenn das so ein bisschen gerechter verteilt wäre. Da kriegt man halt so den Eindruck, dass ja da eine Wertung reingelegt wird, die eigentlich nicht gerechtfertigt. Zu dem Thema Jazz und Hip-Hop ist ja klar, ne? Also das hat sich ja auch schon lange befruchtet und letztendlich ist ja, ja Rap und der ganze, das ganze Konglomerat, ne? Guru, Jazzmatazz, fußt ja auf der Musik vorher. Ne? Letztendlich sind das ja immer nur Blätter und ja, Pflanzenteile, während Jazz schon der ältere Wurzelbereich ist, ne? Oder der ältere Baumbereich. Ne? Letztendlich, alles sind Teile an einem Stück letztendlich, ne? Ja, genau. Und das ist halt auch schwer nachzuvollziehen, warum das was eine? War da jetzt zuerst und warum kommt das jetzt mit dem und zu welchem Zeitpunkt. Manche Sachen entwickeln sich auch zum selben Zeitpunkt an unterschiedlichen Orten der Welt. Ja, also ich habe aber das Gefühl, dass da es in die richtige Richtung geht. Es bewegt sich was, auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt auch in dem Alter, ne? Das ist ja, also zumindest ich. Ihr kommt da ja hoffentlich auch noch hin. Lass uns, weil wir so oft jetzt schon diese MoMEM-Ausstellung angesprochen haben, da habe ich auf LinkedIn gelesen, dass du eine klitzekleine beratende Tätigkeit hattest. Genau. Kannst du uns sagen, inwieweit du da involviert bist oder warst? Ja, das war einfach ein Zoom-Interview mit dem Torben, mit dem Direktor, 1,5 Stunden. Und ich habe ihm noch ein paar Telefonnummern gegeben, unter anderem vom Ingo Zahl, also dem IS, von Konkret Finn. Weil ich habe halt mir die Liste durchgelesen damals und habe halt gesehen, okay, da fehlen ja eine ganze Menge Protagonisten, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach fehlen immer noch ein paar Protagonisten. Aber das kann man nicht vollständig machen. Fehlt, genau, nicht. Also sowas wie Nordmassiv und so fehlen halt auch komplett. Ne? Und das, klar, es ist immer nur ein persönlicher kleiner Ausschnitt. Ne? Aber ich bin ja froh, dass wenigstens etwas beginnt. Ne? Also das ist halt eben wirklich, wie in Hamburg und Stuttgart halt jetzt auch mal in Frankfurt Sachen gibt, wo man sieht, okay, es wird institutionalisiert, es kriegt eine Wertschätzung, ne? Auch wenn das jetzt von privater Initiative ist, wie vom Alex Azari und Pino und so. Ja. Ne? Aber es ist ein Anfang. Aber das ist auch geil, wenn sich das aus der Stadt heraus entwickelt, von Leuten, die da wirklich Bock haben, das voranzutreiben und es nicht quasi einfach so hingestellt wird, wie so ein seelenloses Konstrukt. Und also ich freue mich sehr, was es dort zu entdecken gibt. Das MoMEM-Programm reizt mich mehr als das, was in der Schirn ausgestellt wird. Auch. So, da habe ich das Gefühl, das ist sehr viel näher an der Frankfurter Szene drin und mit sehr viel mehr Input auch aus der Frankfurter Szene gefüllt. Also da bin ich sehr gespannt. Und natürlich ist es nicht möglich, so eine komplett vollständige Sicht der Dinge darzustellen. Ganz einfach, weil es räumlich begrenzt ist. So, wenn du, keine Ahnung, 50 Plattenkisten-Slots hast, so, dann ist das eine Limitation. So. Klar. Und dann versucht man vielleicht als Kurator Repräsentanten zu suchen, die vielleicht
für eine ganze Gruppe sprechen, ob das jetzt immer gelingt oder nicht. Das sei dahingestellt. Klar. Das werden sich sicherlich auch Leute auch übergangen fühlen. So. Ich weiß, dass das auf jeden Fall bei der Hip-Hop-Doku vom HR so war. Da warst du nämlich auch zu sehen. Ja, da war ich ein bisschen überrascht. Angeblich wäre ich da eingeladen gewesen und mich hat aber niemand angerufen oder mir Bescheid gegeben. Und deswegen gab es da anscheinend auch nur so einen kurzen Ausschnitt aus dem Jahr 95, wo du mich mal kurz so sachbeschädigen siehst. Aha. Wo ich gedacht habe, so, hallo? Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen stattfand, aber ja, angeblich, ja, das, was ich gesehen habe, war das Hauptaugenmerk ja eigentlich eher auf Rap und weniger auf B-Boying oder Graffiti. Da waren halt eben auch ein Haufen Aschaffenburger dabei. Mhm. Alles Freunde von mir auch, klar, finde ich auch cool. Aber das ist ja nicht Frankfurt-spezifisch. Ne? Also, wenn ich über Aschaffenburg einen Bericht mache, mache ich über einen Aschaffenburger Bericht, aber nicht über Frankfurt. Also, ganz klar. Ne? Also, es war ein bisschen, ja, auch da wieder ein bisschen Buddy-Business. Was, ja. Kann man auch, also tatsächlich ist das ja ein natürlicher Gang der Dinge. Mhm. So, wenn du eine Veranstaltung machst, dann über die Kontakte, klar, die man hat, klar, dann kommt das so zustande. Und manchmal erreicht man die Leute nicht, manche Leute haben keinen Bock. Wie auch immer. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache, tatsächlich habe ich auch schon Leute aus Aschaffenburg hier in dem Podcast zu Gast gehabt, weil wenn ich Frankfurt sage, meine ich eigentlich Rhein-Main, so ein 50 Kilometer. Aschenbech ist ja auch Rhein-Main, ist ja Frankfurt. Genau, aber wie wir. Weil was du ganz am Anfang auch angesprochen hast, dieses Leuchtturm-Ding, das zieht halt auch die Mainzer und die Darmstädter und die Wiesbadener und die Aschaffenburger, zieht das hierher und dadurch werden die halt auch mit sozialisiert von der Stadt und die sozialisieren die Stadt auch mit. Das also stimmt. Das lässt sich schwer auseinanderdröseln. Das stimmt. Ja. Stimmt, wir haben ja auch früher zusammen vandalisiert, also von daher international und national. Sehr, sehr gut. Passt schon, ja. Das heißt, du hast diesen Stunden-Call gehabt, mit anderthalb Stunden-Call mit dem Direktor, mit dem Torben und dem hast du dann ein paar Nummern gegeben. Und insgesamt ein bisschen unterhalten über das Ganze. Ursprünglich sollte ich da noch was sprühen. Da hat er aber gemeint, er weiß es noch nicht und ob er würde sich noch mal melden. Aber er war einfach auch komplett überfordert und er meinte so, hier die Zeit rennt mir davon. Und witzigerweise ist er ja aus Bruchköbel, hat er gesagt. Mhm. Und ist auch in Stuttgart gewesen beim Stadtmuseum. Da war er wohl auch Direktor. Das fand ich ziemlich interessant. Deswegen ist wahrscheinlich auch Michi Beck dabei, den wir ja damals auch beim Spring Jam dabei hatten, als Hausmarke noch. Ah. Als er sich noch Hausmarke nannte. Sehr, sehr schön. Die Fanta 4, ey. Ja, das, also den Fanta 4-Auftritt habe ich gesehen, auf dem, wir springen immer, aber ist ja wurscht, bei der Spring Jam, da stand zum Beispiel auch Cora drauf, war das Cora E? Das war Cora E, ja. Und Torn und Is? Genau, konkret Finn. Und die sind da auch aufgetreten? Die sind nicht aufgetreten, ja. Und die Cora? Die, das offen gesprochen, ich weiß es bis heute. Ich glaube, es gab einfach pures Chaos. Mhm. Ich weiß nicht, was für ein Line-Up aufgetreten ist, das müsste der Gary wissen, weil der war da näher dran. Geil. Ich stand ja vorne an der Kasse und habe überall geguckt, dass die Leute nicht sich da auf die Backen hauen und habe versucht zu schlichten auch. Es war, ja. Wie war das bei der zweiten Jam? Weil es gab noch eine 1994. War das ähnlich oder das, habt ihr ein bisschen gelernt? Ja, wir haben ein bisschen was gelernt. Wir hatten dann auch Security da und aber ja. Ich hatte im Vorfeld mit dem Minor von den 36ers geschrieben, besser gesagt telefoniert und ursprünglich dachte ich, vielleicht wäre das Schlauste, die Jungs selber an die Tür zu stellen, dass das sich nicht nochmal passiert und habe mich aber nicht mehr bei ihm gemeldet und irgendwann standen sie halt wieder da und meinten halt, okay, wir wollen die Kasse, weil wir sind jetzt extra aus Berlin gekommen und und haben mich halt auch bedroht mit dem Leben und haben gesagt, okay, uns scheißegal, wenn hier Bullen sind. Ich habe hier ein Messer umhängen und dann schlitze ich dir die Kehle auf und scheißegal, gehe ich für ein Jahr in den Knast oder zwei und du bist platt. Und in dem Moment kamen halt Zivi-Bullen und das wusste ich halt eben nicht. Es waren überall Zivi-Bullen da und haben die Jungs halt alle hops genommen und die gab es dann später Gegenüberstellung und im Polizeipräsidium dann in Frankfurt. Gab es auch noch eine Verhandlung später. Krass. Ja. Okay, das habe ich bis jetzt in der Berichterstattung noch nicht in diesen Ausmaßen. Das war auch nicht so witzig, weil ich bin mit meiner damaligen Freundin dann erstmal nicht nach Hause. Weil, klar, ich hatte da auch schon richtig Panik in dem Moment, ist ja klar. Ne?
Das glaube ich. War diese Erfahrung dann quasi der Grund dafür, dass du keine weiteren Veranstaltungen dieser Art mehr gemacht hast? Nee, das lag daran nicht. Nee, also ich habe zwar da auch die Toiletten wieder reinigen dürfen, im Phobi, das war das Volksbildungsheim, wo jetzt das Sinus da drin ist. Mhm. Nee, aber das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Also der Gary und ich hatten da erstmal, glaube ich, die Schnauze voll. Mhm. Vor allen Dingen erstmal ich, weil ich vorne auch mit an der Theke stand und an der Kasse und auch von der Veranstaltung selber wieder eigentlich nichts mitbekommen habe. Mhm. Das fand ich dann halt nicht so cool und ja, außer Fotodokumentation ein bisschen habe ich da auch nichts. Ne? Und das ist halt ein bisschen schade auf die Dauer. Ne? Aber dieses Video von den Fantas, das hast nicht du aufgenommen, das sondern ich das wurde auch nicht dir aufgenommen. Ja, das, zugeschickt irgendwann? Nö, das habe ich irgendwo im Netz gefunden und habe es dann halt einfach genommen, weil ist ja klar, ist auch meine Jam gewesen, also ja, gehe ich mal davon aus. Aber ich habe ja den Urheber genannt. Dann haben wir quasi, wir hatten Logic, dann hatten wir Spring Jam, dann kommt Oxygen. Genau. das war auch 1995, die weltweit erste Graffiti-Agentur. Ja. Kannst du uns ein bisschen reinnehmen in die Oxygen-Zeiten? Es ist irre eigentlich. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, schon ganz früh auch Graffiti-Aufträge gemacht. Mhm. Und irgendwann 1995 kam ein Diamantenhändler, ein ehemaliger und ein Artdirektor von Saatchi & Saatchi auf mich zu. Die meinten, sie wollen eine Agentur gründen, die Graffiti an die Industrie vermittelt. Mhm. Ob ich da mitmachen wollen würde. Und da habe ich erstmal gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss erstmal 2-3 Nächte drüber schlafen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil sie hätten es ja so oder so gemacht. Und dann gab es da einen Zeitungsartikel im Stern, einen dreiseitigen. Nee, im Spiegel. War das. Im Spiegel, genau. Und daraufhin wurden wir medial überall rumgereicht. Also es ging dann los mit RTL und Sat.1 und russisches Fernsehen kam, internationale Medien kamen. Ich hätte nie gedacht, dass der Spiegel so eine Reichweite hat. Mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir starten da richtig durch und machen eine eigene Sprühdosen-Range. Sind dann auf Belten zugegangen, haben eine eigene Farbrange aufgebaut. Ich habe noch Leute mit dazu genommen, der Can2 kam noch mit dazu, der Double D hier aus Offenbach hat Merch mit angeboten und hat da angefangen, auch mit einem Vertriebsnetz aufzubauen. Und wir sind ein richtiges kleines Unternehmen geworden. Ne? Mhm. Alles bei 0 Euro Startkapital. Teilweise hatte Kuros sein Geld da reingesteckt, wie gesagt. Mhm. Aber es hat sich einfach nicht rentiert. Ne? Also wir haben einfach zu wenig Income gehabt und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt 97 war das dann, ich muss den Laden verlassen, weil ich muss Geld verdienen. Ne, ganz klar, also es war einfach zu wenig, was da hängen blieb. Und leider ist dann 2000 ist das Ding dann auch in die Hosen gegangen und der Kuros hat wohl anscheinend noch eine Insolvenz hingelegt. Was krass. Leider, es ist sehr schade drum, weil die Grundidee war toll. Das ist wie immer Bauhaus-Idee, das heißt alle Künste unter einem Dach, alles verknüpft und angeboten halt eben als ein Konglomerat. Ja. Aber was euch ja keiner nehmen kann, ist quasi der Move, das zu machen und die Erfahrung aus der Zeit und das, was man da gelernt hat, egal ob das jetzt ein erfolgreiches Ding, also erfolgreich ist ja auch immer eine Definitionsfrage so. Und definitiv ist es ein Move, der so in den Geschichtsbüchern steht. So, das hatte hat Spuren hinterlassen. Ja, ist eine Bookmark gewesen, klar. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das war mutig. Voll. Also auf jeden Fall. Muss man auch erstmal wissen, wie man so ein Unternehmen führt und baut und wie soll ich sagen? Learning by doing, zusammenführen und loslegen. Also gehört eigentlich gar nicht viel dazu. Es gehört Herzblut dazu. Ne? Passion ist immer wichtig, klar. Struktur ist auch wichtig, meiner Meinung nach. Disziplin, klar, gehört auch dazu. Und man muss halt eben gucken, dass man die richtigen Leute mit einzieht. Mhm. Und klar, du brauchst Kapital. Und wenn du kein Kapital hast, dann wird's knifflig. Ist dann quasi ging's von Oxygen über zu Headlab? Richtig, ja. Also ich habe dann noch 2 Jahre dann als Freelancer gearbeitet, habe dann wieder normal Grafik gemacht und auch Sprühaufträge. Mhm. Und dann, ich hatte mein Atelier immer noch in der Kommunikationsfabrik. Mhm. Und da kamen eben 2 Jungs, die ihr Büro darin aufgemacht haben. Die hießen ID Graphics. Und es waren halt eben auch 2 vorrangig vorher illegal sprühende
gewesen. Und die haben dann angefangen, Grafik zu machen. Der eine hat da bei Fritz gearbeitet in der Warntrappstraße und hat da Layout gemacht. Und dann haben wir einfach unser Zeug zusammengelegt, haben auch gesagt, okay, bündeln wir die Kräfte, machen es halt einfach zusammen. Und daraus ist dann Headlab entstanden. Und da war dann noch irgendwann ein Kumpel von mir dabei, der Karim aus dem Big Brother Haus bei RTL. Der ist dann damals während dieser Agenturgründungsphase dann in die Glotze und wurde dann da halt eben auch populär. Ah. Ja, ja. Wie kann man die Oxygen-Zeiten mit den Headlab-Zeiten vergleichen? Ja, das Headlab-Ding war eher eine Kreativagentur. Wir haben uns ja selber definiert als Agentur für Medienimpulse. Das heißt, wir wollten eigentlich Ideen verkaufen. Mhm. Und haben festgestellt, uns nimmt gar niemand so wahr. Keiner hat es verstanden, sondern die Leute haben uns alle einfach als klassische Werbeagentur gebucht. Ne? Mhm. Und dann sind wir das auch geworden. Also wir sind dann später Deutsche Bank bedient, Atari, PlayStation und so ein Kram. Aber ursprünglich sollte die Idee, also wir wären gerne in den Markt gegangen, indem wir einfach Unternehmen untersucht hätten und denen sozusagen neue Impulse gegeben hätten und neue Ansätze, Innovationen geschaffen hätten. Ne? Und das war die Grundidee. Vielen Dank an den zweiten Sponsor dieser Podcast-Podi-Episode, Whitefield. Das Unternehmen aus Frankfurt ist immer dann zur Stelle, wenn Marketingvorhaben auch wirklich gelingen sollen. Als Experten für alles, was mit moderner Kommunikation zu tun hat, kreieren sie nicht nur maßgeschneiderten Content in allen Farben und Formen, sondern kümmern sich auch um die strategische Beratung und die Konzeption vorab und sorgen dafür, dass einzigartige Kampagnen auch wirklich ihr Ziel erreichen. Über whitefield.com, geschrieben ohne H, findest du gesammelt alle wichtigen Infos und kannst direkt Kontakt aufnehmen. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast Podi. Aber okay. Wie gesagt, hat nicht funktioniert. Wir haben schlecht kommuniziert anscheinend. Wie lang ging dann die Headlab-Phase, beziehungsweise was kam danach dann? Ja, Headlab, wir sind dann nach Offenbach gezogen, dummerweise. In 500 Quadratmeter Stäbchenparkett in die Hasser-Fabrik. Waren dann auch, ich darf es gar nicht laut sagen. War es größer, kleiner? Es war viel größer. Also wir hatten ja, das war ein Riesenbereich. Wir hatten dann auf einmal noch einen Texter dabei, der vorher bei Young war, der dann mit in die Geschäftsführung einstieg. Den hatte ich über den Marketing-Club kennengelernt. Und dann haben wir unter anderem, ich darf es nicht laut sagen, den OFC bedient und waren die Lead-Agentur vom OFC, haben unser Weihnachtsfest auf dem Biberer Berg gefeiert, auf dem Anstoßpunkt, haben dann ein Zelt aufgeschlagen und hatten auch eine eigene Banner oben am Biberer Berg. Und ich habe über PlayStation noch eine riesen Fassadenfläche gesprüht. Das hat PlayStation damals bezahlt. Da hatte ich dann Lumit dabei und Wow aus Bremen und wir haben dann ein riesen Ding noch hingemalt. Und letztendlich, aber danken tut es dir halt eben auch keiner. Und es ging halt bis 2003 und dann mussten wir das Baby sozusagen hergeben, weil wir eine feindliche Übernahme hatten. Ja, wurde der Laden gekauft und dann? Nee, es war schlimmer. Es gab 2003 einen Aktieneinbruch, 2002 zum Weihnachtsgeschäft und wir haben zwei Kinospots realisiert für Joe Wood, das ist so ein Spielepublisher. Und sind da in Vorleistung getreten mit den Produktionskosten und sind darauf sitzen geblieben. Und hatten dann da 25 Leute sitzen, plus Mieten. Und die Bank hat irgendwann gesagt das war's, dankeschön. Und wir waren eine GbR mit 5 Mitgliedern, was auch irre ist, habe ich nie mehr. Ja, und dann haben zwei der GbR-Teilnehmer gesagt, okay, ihr habt nicht genug Geld, kein Problem. Jeder gibt einen Anteil und wir kaufen euch den Schuldenberg ab und übernehmen den Klumpen. Und so haben wir es dann leider machen müssen. Also ein nicht ganz so geschmeidiger Abgang. Unschön. Ja. Aber wie bist du dann quasi danach weiter vorgegangen? Ja, danach bin ich wieder auf mein Kernbusiness wieder zurück. Also klassisch Kommunikationsdesign, aber halt eben auch Sachbeschädigung im Auftrag. Und das mache ich ja heute noch. Also seitdem hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass ich es professionalisiert habe und dass die Abläufe einfach besser laufen. Ich habe mich mehr diszipliniert. Ich sehe es halt wirklich als Job auch. Und seitdem läuft es. Also seitdem läuft der Hase und es funktioniert alles. Und das ist das Schöne. Jetzt habe ich eine neue Halle mir angemietet. Die ist brandneu, 8 Meter hoch mit 4x4 Meter Rolltour. Wenn ich das vor 20 Jahren gehabt hätte, oder 30 Jahren,
Geil. Traum. Ich habe, also tatsächlich ist das Atelier von dir ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Und auf deiner Website gibt es unter Termine am 15.06. dieses Jahres die Einweihung des neuen Bomber-Ateliers. Genau. Und ich konnte bei Airbnb ein paar Bilder von dem Atelier sehen. Genau. Wie kommt es jetzt dazu, dass du umziehst? Und wird es ähnlich wie das, was ich quasi auf Airbnb sehen konnte? Oder wird sich das komplett verändern? Nee, das wird ähnlich bleiben. Also, wie sagt man so schön, never change a winning team. Ne? Also, ich biete nach wie vor auch Airbnb an und das wird ja auch genutzt. Und das ist das Witzige daran. Ich habe halt da einfach ein paar Schlafsofas stehen. Und Leute, die halt hier eine Nacht übernachten, haben eine schnelle, billige Möglichkeit, um übernachten zu können. Und das ist unabhängig davon, weil da hab ich habe halt einfach ein Key-Tresor mir aufgehängt. Das heißt, du kannst einfach dahin jederzeit, auch nachts, kriegst einfach den Code und kannst da rein. Geil. Finde ich auch. Also man sieht dann auch, wie die Leute sich bedanken. Die finden das dann sehr besonders, weil das, was ich dort gesehen habe, war halt auch eine große Lagerhalle mit einer Tischtennisplatte, verschiedenen Werkbänken, möchte ich es mal nennen. Genau. Überall stehen Leinwände, Kunstwerke rum. Genau. Verbringst du viel Zeit dort in dem Atelier oder bist auch du auch viel on the road? Ich bin auch viel beides. Ne? Also ich habe ja, weil ich ja eben alleine bin, klar, muss ich Angebote schreiben, Controlling und so weiter, das gehört ja alles mit dazu. Das ganze Handling von Jobs frisst mindestens 70%. Und dann hast du nochmal 10% Konzeption und 10 sind nochmal Realisierung. Aber das Aufwendige ist das Drumherum. Krass. Material bestellen, Kommunikation mit den Leuten, Kundenkommunikation bei großen Events oder Workshops, muss ich noch Leute mit reinholen, muss Planungen machen, das kostet alles Zeit, ne? Ist klar. Voll. Und also, ja. Ein weiterer Punkt, den ich aufgeschrieben habe, waren so Jochen Schweizer Graffiti-Workshops, die man buchen kann. Die finden auch regelmäßig statt. Genau, einmal im Monat. Und die sind dann bei dir im Atelier? Genau, und teilweise vor dem Atelier, wenn das Wetter besser ist, weil in der Halle ist ja klar, du hast natürlich eine Feinstaubentwicklung. Draußen ist halt angenehmer, ne? Und bei schönem Wetter macht das einfach mehr Spaß draußen. Und mache ich jetzt auch schon seit 13 Jahren. Cool. Das heißt, du hast so ein bisschen Airbnb, du hast die Workshops, du hast Auftragsarbeiten und so, wie soll ich sagen, sind das die unterschiedlichen Standbeine, die so dafür sorgen, dass du der Bomber sein kannst. Dass ich der sein darf, der nicht sein will. Ja, also letztendlich klar, aber es hat auch viel damit zu tun, dass halt Konzerne zum Beispiel, EZB war da, ne? Also so Unternehmensworkshops, das geht auch ziemlich gut. Oder halt eben Tape Art auf Events zum Beispiel. Jetzt waren wir gerade auf dem Dachmarkenforum in Meerbusch. Riesending gewesen für Knoblauch. Ich kannte die nicht, die machen aber geiles Zeug. Und ey, kommst Dinge, siehst Sachen, würdest du im Leben nicht sehen. Ne? Also ich bin halt auch ein Wanderer zwischen den Welten, das ist das Schöne daran. Ne? Ich sehe die Ärmsten der Armen sozusagen und Multimilliardäre, aber ich darf der sein, der ich bin und darf jeden bedienen, den ich Bock habe. Ne? Das ist das Schöne daran. Voll geil. Also du hast einmal diese unterschiedlichen Welten und die unterschiedlichen Ausdrucksformen, weil es ist nicht mehr nur die Dose, es ist auch, wie soll ich sagen, Digitales, es sind Tape-Art-Sachen, es sind Lichtart, Malereien und ich habe sicherlich noch andere Sachen vergessen, die du auch machst. Hast du da ein Medium, was dir aktuell besonders viel Spaß macht? Ja, Light Painting ist ein tolles Ding, haben wir jetzt auch gerade wieder eine Anfrage, das ist halt... Klar, du hast halt die Möglichkeit, alle Flächen zu bespielen und kannst die halt eben auch schnell wieder löschen. Also das ist das Schöne daran. Also per Knopfdruck, weil es halt eben nur eine digitale Projektion ist. Aber das Tolle ist, du kannst die Leute mit einbinden. Also das beim Sprühen ist das schwieriger, weil die Sprühdose ist ja ein biestiges Werkzeug. Und bei Licht hast du es halt einfach leichter. Und das ist einfach, das ist mehr charming, finde ich. Es stinkt nicht so. Und du hast halt eben, du kannst den Kindern eine Freude machen, jedes Alter hat da Spaß dran und das ist echt ein geiles Tool auch, also das flasht mich auch sehr. Ich war mir nicht sicher, was du antworten würdest. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass du sagst, hier die kernige Dose, da komme ich her, das muss es sein, ich will den Geruch haben. Ja, ich selber ja, aber
Ich finde das Werkzeug immer noch mega geil, gar keine Frage. Ist aber natürlich immer mehr auch ein bisschen, ja, es ist im Mainstream angekommen fast. Mhm. Ne? Während das andere ist noch, ja, in der Entwicklungsphase auch nicht mehr, aber es hat so was Charmanteres, ne? Weil es halt einfach schnell löschbar ist und viele Leute mit einbinden kann, zeitgleich. Hat vielleicht auch nochmal einen anderen Wow-Effekt, weil genau. Irgendwie jemanden auf einer Messe oder auf einem Festival sprühen, habe ich schon öfter gesehen, genau. Aber Lightart habe ich, glaube ich, live noch nie erlebt. So. Ist auch eher ungewöhnlich. Also das ist schon ein schönes Tool. Aber wie gesagt, habe ich gar nicht entwickelt. Ein Kumpel von mir aus Köln, mit dem ich da zusammenarbeite. Und es gab, wir waren bei Hubert Burda in Freiburg mit dem Tech-Tool aus Wien. Mhm. Also es gibt mehrere Anbieter, die das wirklich geil machen und da auch wirklich Herzblut investieren und das einfach auch vorantreiben. Du siehst dann halt, dass du zum Beispiel Light-Tagging machen kannst und dann kannst du das freezen und kannst das im Raum gleichzeitig bewegen. Also das haben die damals schon 2005 gemacht, Tag-Tool. Geil. Ich stand da und habe gedacht, ich glaub's gar nicht. Also es war einfach, ja. Hattest du schon mal so eine VR-Brille auf und hast damit rumgesprüht? Habe ich auch schon gemacht. Ja, das ist so ähnlich, nur dann ohne Brille. Ja, mega gut. Das ist schon geil. Also ja, weil es halt, ich habe immer ein Problem mit dem Wort Virtual Reality, weil für mich gibt es nur entweder eine Virtualität oder eine Realität. Mhm. Und eine virtuelle Realität, was soll das sein? Spiegelt mir eine Realität in der Virtualität vor, ja. Was es ja auch ist. Ich mag es aber, wenn Digitalität oder das Digitale im Dasein, also im Realen stattfindet, dann... Now we're talking. Ja. Mhm. Und da fehlt noch ein Schritt, wo es richtig hin muss. Also wo es dann wirklich greift auch, wo es haptisch wird. Das fehlt mir noch. Das kommt ziemlich. Das glaube ich auch, dass das irgendwann bald kommt. Ja, das glaube ich auch. Cool. Ich würde mit dir gern noch über 2-3 Projekte sprechen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. So, ich habe mir dann durchgeguckt, was du alles gemacht hast. Und ich habe mir die rausgepickt, die Rosinen, sage ich mal, wo ich in meinem Alltag auch Berührungspunkte hatte, einfach dadurch, dass ich dran vorbeigelaufen bin. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Leuna-Bunker in Höchst. So, ich habe an der Provades studiert. Ach, das heißt, immer wenn ich da zur Uni bin, habe ich da den Bunker gesehen. Lustig. Kannst du uns reinnehmen in den Prozess von der Gestaltung dieses Bunkers, weil das ist ja ein richtig massives Ding. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. 1800 Quadratmeter, also fett. Ja, ja, das kam, das ist ja ein Musikbunker und die Stadt kam damals auf mich zu und meinte, sie hätten EU-Fördergelder. Das war die Martina Feldmeier damals und meinte, ob ich nicht Lust hätte, den zu gestalten. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, gerne. Vorgabe war aber, dass halt eben, weil es europäische Fördergelder sind, dass halt Leute auch aus dem Ausland mit eingebunden werden. Mhm. Und dann habe ich halt eben die favorisierten Leute mit angeschrieben, wo ich gesehen habe, okay, die könnten da passen. Mhm. Und das Projekt lief alles andere als gut, möchte ich mal sagen. Weil, das sieht man dem Gebäude nicht an. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, aber das Urkonzept war ein ganz anderes als das, was dann letztendlich umgesetzt wurde. Da gab es ja einige Vortreffen auch und zwar noch jemand anders noch aus Holland mit eingebunden oder besser gesagt vorgesehen und auch noch der Atem hier aus Frankfurt sollte eigentlich auch mitmachen. Das hat alles nicht hingehauen. Faktisch gesehen war das halt das Ding irgendwann eingerüstet und fundiert dastehen sollte, wie es halt eben in einem Ortsbeiratsgespräch präsentiert wurde. Und gab es halt einen Pressetermin, wir kommen da hin und ich hatte die Künstler aus dem Ausland dabei und nichts dergleichen war halt gemacht. Also weder war das Ding eingerüstet, noch war es grundiert. Eingerüstet heißt, da steht ein Gerüst drumherum, genau, und grundiert heißt, da wird schon mal Vorarbeit geleistet, damit man draufpinseln kann. Genau, ja. Und das heißt, weil wir halt eben auch verhältnismäßig spät begonnen haben, war das Timing halt dann auch nicht mehr machbar. Und es war halt eben das Konzept, das Gestaltungskonzept, was wir aufgesetzt hatten zum Thema Musik, konnten wir so nicht mehr durchführen. Weil die mussten natürlich eine Seite nach der anderen sukzessive aufbauen, das Gerüst. Das hat auch erst mal eine Weile gedauert. Mhm. Also das war, ja. Das heißt, ihr musstet gestalterisch ein bisschen downsizen, damit ihr das noch zu einem realistischen Zeitpunkt hinbekommt. Genau. Wir mussten ja auch komplett umstellen, weil die Leute ja auch irgendwann, die konnten ja da keine Monate lang bleiben. Mhm. Also es war so nicht vereinbart.
Und ich stand halt eben echt zwischen den Stühlen und das war extrem unangenehm für mich, weil die Leute dann gesagt haben, sag mal, Helge, krass, was läuft denn hier ab? Ja, also wir kommen jetzt hier extra her und nichts dergleichen ist passiert. Ich stand ja dann als Lügner sozusagen da, ne? Krass. Das war nicht so cool. Das glaube ich dir. Ja, und am Schluss meinte die Dezernentin, ich weiß gar nicht, was sie wollen, es lief doch super. Ich so, alles klar, dankeschön fürs Gespräch. Ich stand noch im November im Schneeregen da oben auf dem Gerüst und habe die letzten Sachen noch drauf gemalt. Das hätten wir uns sparen können. Krass. Ja. Also auch wieder eine Sache, die man nicht weiß und die man nicht erahnt und nicht sieht, wenn man halt dieses Gebäude betrachtet. Und das ist halt wieder so ein Meilenstein. Ist halt Impro, ne? Es ist alles, was da drumherum passiert ist, ist Improvisation gewesen dann. Krass, das heißt, ihr hattet gar nicht mal so ein krasses Konzept wie das. Gar nicht mehr. Das war ja alles Tonne und let's go. Alles Tonne, wir müssen jetzt eins nach dem anderen machen. Und ey, das war echt, ja, wie gesagt, es war nicht so lustig, wie es jetzt aussieht. Dann, kein Ding. Ne? Es ist ja vorbei und es ist ja trotzdem eine Bookmark geworden, aber es war, ja. Dann hoffe ich, dass das zweite Projekt vielleicht ein bisschen positiver ist. Die Butch Cup. Die Butch Cup war lustig, weil da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Ihr braucht hier eigentlich mal eine richtige Fassadengestaltung zum Thema Musik. Und dann bin ich, damals war ich zum Schäffler und zum Neumann. Und da haben die gesagt, alles klar, hier hast du ein bisschen Cash, dann leg mal los. Und dann habe ich angefangen. Es war auch da eigentlich ohne Konzept, einfach gestartet, Musiker genommen, Butch Cup-Typo in die Mitte gesetzt. Und dann einfach ausdrücklicher Wunsch vom Ralf Schäffler war halt der Eintracht-Adler, ganz klar. Den habe ich dann natürlich auch an die Seite mit dran gemacht. Aber beim Rest hatte ich freie Hand. Genau, es gab noch genau einen Wunsch noch. Free Martin Semmelrogge, genau. Das war noch bei den Schlagzeuger von den Muppets. Das hätte ich sonst auch nicht drauf gemacht. Das war auch nochmal ein ausdrücklicher Wunsch, glaube ich, vom Ralf. Und ansonsten hatte ich da freie Hand. Ne? Krass. Weil in der Butch Cup war ich für viele Konzerte. Ich auch. In der alten, in der neuen auch, aber die alte hatte nochmal in meiner Jugend, sage ich mal, einen anderen Stellenwert, so, weil ich war da auf dem ersten Konzert, wo ich gepokt habe, so. Geil. Das ich auch. War halt dort. Ja, die alte Butch Cup, das war ja auch, ich meine, ey, das war halt ein Wohnzimmer, aber es war halt auch ein Ballroom, aber es war halt auch, ja, es war halt so Family. Du bist da hingekommen und es war wie, du kommst wie so ein Ding, so ein, ja, du kommst nach Hause irgendwo an. Und das hat die neue Butch Cup, glaube ich, nicht so ganz. Das ist eher so eine richtige moderne Konzerthalle. Und da, weil das halt so eng war, es war halt einfach geil. Ja, ganz anderer Charme. Ja. Ganz, ganz anderer Charme. Es war einfach, es hatte eher so diesen Ursprung, so dieses Alt-Hippietum, diese Protestgeneration, die sich sozusagen selber formiert hat und was selber aufgebaut hat. Das hat man da gespürt. Und das siehst du halt heute eben nicht mehr so. Ne? Das ist halt einfach schon professionalisierter, so wie der Tigerpalast. Ne? Das sind ja alles Alt-68er, die vorher hier Häuser besetzt haben und sich mit dem Establishment rumgeschlagen haben und sind heute selber Establishment. Ne? Ja, und sie existieren halt noch. Ja, ne? Na klar. Also wahrscheinlich sind das dann auch Steps, die man machen muss, wenn man die Zeit überstehen muss oder möchte. Ja. So, vielleicht hat man auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit rumzukämpfen, sondern will so ein bisschen gediegener durch die Welt laufen, kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja das Kernproblem, was insgesamt besteht, ist ja, willst du die Welt ändern und du willst natürlich auch noch Familie gründen, du willst alles noch, willst dein Leben natürlich auch noch genießen. Also das ist, die Diskrepanz besteht ja immer. Warum soll man sein Leben aufgeben, um die Welt zu ändern? Es geht natürlich nur zu einem gewissen Maß. Es ist schön, wenn man sich so einen kleinen Rahmen schafft, in dem man das trotzdem machen kann. Genau. So, ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich noch sehr, sehr viel mehr Kulturbeiträge geleistet, sage ich mal. Aber da habe ich dann irgendwann gemerkt, so, das saugt mir zu viel Energie. Ich kann das nicht leisten. Damit mache ich mich kaputt. Ich konzentriere mich auf den Podcast und mache den richtig. Und so mache ich halt kleine Beiträge, kann das aber über eine längere Zeit machen. Das ist, glaube ich, einfach eine Strategiefrage oder eine Frage, wie man sein Leben gestalten möchte. Genau. Ja, aber viele können das auch gar nicht. Ne? Also viele sehen das auch gar nicht, dass man da sein Leben selber in die Hand nehmen kann und es auch selbstbestimmt agieren darf. In Deutschland sehe ich sehr viele Menschen, die halt einfach auf dieses Angestelltenverhältnis pochen oder auch selber geführt werden wollen, ne, weil sie halt eben
abhängig sein möchten. Also ich habe das in der Schule auf jeden Fall nicht gelehrt bekommen. Ich auch nicht. Da kriegst du nicht gesagt, okay, du kannst in Angestelltenverhältnisse gehen, aber es gibt auch den Weg, du könntest dich selbstständig machen. Das führt schon alles sehr, sehr klar in Richtung Anstellung. Ja. Und auch mein ganzer Familien- und Freundesumkreis, das waren eigentlich alles Angestellte. Das heißt, für mich ist diese ganze Welt der Selbstständigkeit etwas, in das ich mich sehr, sehr langsam vortaste und wo ich auch große Berührungsängste habe, sage ich mal. Ja, finde ich dann sehr, sehr bewundernswert, dass zum Beispiel du eben schon seit so langer Zeit das eben schaffst und machen kannst. Daher kommt der Begriff Leidenschaft. Also Leiden wird erschaffen und Leiden, klar, man leidet natürlich, um etwas schaffen zu können, worauf man selber Bock hat. Das ist natürlich ein anderer Lebenslauf und auch lange nicht geradlinig. Natürlich nicht, kann ja gar nicht, geht ja gar nicht. Deswegen, ich sehe immer, in Deutschland haben wir so eine Art Innovationsfeindlichkeit. Wir sind sehr stark verreguliert und sehr wenig darf da Neues entstehen. Und das ist eigentlich schade darum, weil letztendlich geht es um kreative Geschäftsführung. Es geht darum, sich selber und auch das Land voranzubringen, einfach Innovationen zu schaffen und auch nachhaltige Innovationen zu schaffen. Und das passiert hier nur über staatliche Instanzen oder privat über Konzerne. Mhm. Aber zum Beispiel staatlicherseits Fraunhofer-Institut, so Thinktanks oder Max-Planck-Institute. Aber, oder halt eben über Konzernstrukturen. Aber privat, super schwer. Super, super schwer. Es fühlt sich halt an, als würde das alles so mit angezogener Handbremse vorangehen. Genau. Ich glaube, man hat, oder wenn ich jetzt von mir spreche, ist es schwer für mich, eine Perspektive zu sehen in der Selbstständigkeit. Das muss ich mir irgendwie aufbauen, selber erschaffen, was vielleicht auch Teil des Weges ist. Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass sich Leute weniger damit beschäftigen. Also, dass so die Eigenverantwortung übernehmen wollen und dann herausfinden, ja, selbst wenn ich was machen will, laufe ich gegen die Wand, gegen die Wand, gegen die Wand, dann bin ich so, ja, okay, vielleicht lasse ich halt doch. Und das ist dann so ein, wie soll ich sagen, ein Dilemma, weil natürlich wünscht sich auch die Politik und die Wirtschaft mehr Eigenverantwortung und mehr Mitgestaltung, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite wird es halt sehr schwer gemacht, ne? Ich weiß es nicht, ob das wirklich so gewollt ist, weil klar, es gibt jetzt die Tendenzen, das Thema Kreativwirtschaft, ne, ist ja ein Riesenthema, aber einfach nur die Leute zu vernetzen, reicht nicht. Ne? Klar, jetzt kommt dieses Capital for Democracy, das ist schon mal ein Ansatz, aber letztendlich wichtig ist, dass man Möglichkeiten schafft, um ja, dass halt eben was wachsen darf. Ne? Mhm. Ich kann es immer wieder nur mit Pflanzen vergleichen. Ne? Mhm. Wenn ich gleich etwas, eine Pflanze sehe und die wächst dann und gleich drauf trampel, ist ja klar, dass die nicht wachsen. Ja, oder direkt kann. So einen Stab da reinstecken und so abgrenzen. Deine Wurzel darf so groß sein und du darfst so hoch wachsen. Genau, genau. Und du musst so und so viel von deinem Ertrag abgeben, damit, ja, und dann geht das Ding natürlich sofort ein wie eine Primel, ist doch klar. Man muss halt einfach da Möglichkeiten schaffen und Sachen zulassen. Ne? Und das hat viel mit Regularien zu tun. Und wir sind hier echt Meister darin, aus allem eine Vorgabe zu machen. Ich habe es gerade gestern gesehen, war bei Maccabi hier in Ginnheim. Da habe ich vor einem halben Jahr Bodenmarkierungen gemalt. Mhm. Sprühdose, kannst ja alles machen mit. Mhm. Und weil ich Maccabi supporte, habe ich da Bodenmarkierungen gemacht. Die haben da so Elektro-Ladestationen. Da habe ich ein modernes Icon entworfen, habe das da hingesprüht. So, jetzt hieß es, das muss weg. Und es muss ein genormtes Zeichen dahin, nach Paragraph so und so, sonst kriegen die ihre Förderung nicht. Ja, weil das ist dann ein öffentlicher Verkehrsraum und da muss es reguliert sein und das passt da nicht rein. Ich habe gedacht, ich glaub's nicht. Und das sieht das neue Logo, beziehungsweise das ist ja ein altes Zeichen, sieht einfach scheiße aus. Ja, und ich musste es übermalen und ich habe gesagt, ey, da wird wieder der Amtsschimmel, weil es ist doch klar ersichtlich. Es ist doch klar ersichtlich, was es ist. Mhm. Ja, aber es muss diese Ästhetik haben. Und es ist einfach eine Scheißästhetik. Und da dachte ich auch, ich musste dann noch mit dem Auftrag, also mit dem Typ telefonieren, um die Vorgaben wirklich abzuchecken, dass ich nicht nochmal dahin muss und es nochmal ändern muss. Wollte ich dann einfach Sicherheit haben, okay, nicht nochmal das Ding nochmal malen müssen. Also man sieht, es holt einen in allen Ecken und Richtungen, holt es einen wieder ein. Ja. Wir sind fast am Ende der Zeit. Es gibt noch eine Sache,
die mich sehr gefreut hat, als ich es gesehen habe. Und zwar habe ich in der Recherche herausgefunden, dass Moses Pelham ein Oberarm-Tattoo trägt. Ja. Und kannst du uns ein bisschen was zu diesem Tattoo erzählen? Ja, ist witzig, ja. Der Moses kam irgendwann, während wir Headlab gegründet haben in der Kommunikationsfabrik, auf mich zu. Ich habe damals für Bruder Sven das Corporate-Logo gemacht und auch das PZA-Logo, das gegenüber den Thomas Hoffmann, also den Partner von Moses. Und irgendwann kam der Moses an und meinte so, er würde gerne eine Tattoo-Vorlage, er bräuchte eine Tattoo-Vorlage. 3P, mehr Bass um jeden Preis. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe mehrere Steps kreiert und er hat es dann redigiert und irgendwann haben wir uns auf eine Version geeinigt und er hat sich halt dann stechen lassen und seitdem hat er es halt jetzt, ne? Also 3P um jeden Preis mit aller Macht. Das ist schon krass. Ja, bin ich auch überrascht, aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich ihn wiedersehe. Ja, ja. Hoffentlich bald. Das wäre mal toll. Vielleicht ist er heute Abend da, was ich aber nicht glaube. Jawohl. Helge, vielen, vielen Dank für diese ganzen spannenden Insights. Dankeschön für diese Zeitreise. Ich fühle mich jetzt quasi der Entstehungsgeschichte nochmal ein Stück näher. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendetwas, was du ankündigen möchtest, irgendwelche Grüße, die du vielleicht loswerden möchtest? Boah, ey, ich kenne so viele Leute in über 35 Jahren. Ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe und hey, digitale Medien sind toll, aber ich freue mich immer, wenn man sich in der Realität trifft. Deswegen kontaktiert mich, ich freue mich immer. Also ich bin einfach gerne kommunikativ und im echten Leben sozusagen unterwegs. Das ist das Geile daran. Und alles andere, ey, findet sich. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Danke auch. Liebe Leute, das war Podcast Brudi hier aus dem Genheimer Spargel, aus den Whitefield Studios. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.